Hallo zusammen aus dem alten Pastorat in Wevelinghoven. Mit vielen von Ihnen haben wir heute Morgen räumlich getrennt und doch zusammen Gottesdienst in Streaming gefeiert, auch zusammen mit unserem Pfarrer. Übrigens, es wird auch in den nächsten Wochen möglich sein im Streaming, dass wir den Gottesdienst auch gemeinsam feiern. Und da wir uns nicht gesehen haben, ein kurzes Gruß und ein paar Gedanken zum heutigen Evangelium. Da kommt ein Blindgeborener vor. Er kommt vor, weil es wichtig für uns ist, weil wir diese Blindgeborene sind, jeder von uns. Wir Menschen sind auch so geboren, dass wir blind sind, sozusagen, dass wir mit unseren Augen Gott nicht sehen können. Und was macht Jesus mit diesem Mensch? Er kommt vorbei und macht etwas sehr Eigenartiges. Spuckt auf die Erde, mischt die Erde mit seinem Speichel zu einem Teig und paff, auf die Augen des Mannes. Dieses Zeichen ist sehr wichtig. Geistlich gesehen, sagen uns die Kirchenväter, hat eine tiefe Bedeutung. Erde ist ein Zeichen davon, dass wir Menschen sind, dass Menschen Geschöpfe sind, dass Menschen begrenzt sind. In der Tat, im Genesis hören wir auch, dass Gott den ersten Mensch, Adam, aus der Erde erschaffen hat. Also Zeichen unserer Begrenztheit, Zeichen, dass wir ganz allein nicht auskommen. Das war übrigens das Problem der Pharisäer, die anderen, die im Evangelium vorkommen. Die glauben, alles zu wissen, alles unter Kontrolle zu haben, alles bestimmen zu müssen, zu dürfen. Mit ihnen kann Gott nichts anfangen. Jesus kann mit ihnen nichts wirken. Aber mit diesem Mann, der weiß von seiner Schwäche, dass er begrenzt ist. Vielleicht ganz besonders in dieser Zeit spüren wir Corona-Zeiten, spüren wir unsere Begrenztheit, unsere Ohnmacht. Vielleicht in diesen Corona-Zeiten spüren wir unsere Schwäche, dass wir mal Angst haben, dass wir die Personen, mit denen wir viel mehr Zeit zu Hause miteinander verbringen, nicht aufstehen können oder so wenig lieben können. Und dann kommt dieses Speichel, dieses andere Zeichen, das, was aus Gottes Mund kommt. Wir sind eingeladen, von diesem Evangelium zuzulassen, dass das Wort des Herrn, das, was Gott spricht, auf unser Leben trifft. Dass das sogar auch auf unsere Schwäche trifft. Und wenn wir das zulassen, kann Gott etwas wirken. Etwas Schönes. Der Mann steht auf und geht waschen. Ja, natürlich geht waschen, er war ganz schmutzig. Steht auf und geht und findet eine Quelle. Und er kann dann auch Jesus sehen. Wir sind eingeladen, auch in dieser Zeit zuzulassen, dass Gott uns trifft. Und zu erfahren, dass dadurch wir auch zu dieser Quelle kommen, dass der Glaube ist und dass uns auch die geistlichen Augen aufmacht, damit wir sehen, dass Gott in unserem Leben ist und in unserem Leben wirkt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alle einen schönen Sonntag.